Was geht, CT und T-Buddies? Hier ist Bomb Has Been Diffused mit einem Update-Video am Start. Ja, Update, weil, ja, es kam heute Nacht so ein geiles kleines Update für Counter-Strike Global Offensive raus. Und hier oben seht ihr schon Capsule Key. Man kann jetzt, sogenannte Kapseln werden gedroppt im Spiel. Kann dafür für 75 Cent einen Schlüssel holen, kann diese Kapsel öffnen und kriegt einen Sticker. Und man kann diese Sticker, so wie ich mir das hier in den Update-News lesen konnte, kann man an die Waffen dran pappen. Und man kann so viele machen, wie man will. Ich weiß jetzt nicht, ob man das da hier selbst draufschreiben kann oder ob das vorgefertigt ist. Ich glaube, die Sachen, die da draufstehen, sind vorgefertigt. Aber das ist schon mal eine kleine, coole Sache. Aber die noch coolere Sache steht leider weit, viel, viel weiter unten. Ist, dass jetzt jeder Spieler bei euch im Team im Competitive eine eigene Farbe hat. Das sieht man hier auf diesem kleinen Bildchen schön. Und zwar, damit ihr kennt, zum Beispiel der Hex, der steht jetzt auf D Cash zum Beispiel, auf B, und das ist der Gelb, und ihr seht dann Gelb, ja, der ist immer noch da, das ist jetzt kein anderer, oder ihr seht dann Rot zum Beispiel, ist dann keine Ahnung wer, der ist auf A, dass ihr eure Mitspieler anhand der Farben schon unterscheiden könnt, damit ihr immer wisst, wo ist welcher Spieler oder welcher Spieler kommt mir gerade irgendwo zu Hilfe. Ihr seht dann auf dem Radar als die Punkte als Farbe, das zeige ich euch aber gleich nochmal im Spiel. Aber jetzt kommt das viel geilere, das ist, finde ich, viel, viel geiler offline mit Bots. Zeige ich euch erstmal, dass es eine kleine traurige Nachricht gibt. Ihr seht schon, es gibt keinen Cash mehr. Das ist gelaufen, ja. Cash und Quelia und lasst mich überlegen, Ali und ich weiß nicht mehr, wie die andere heißt. Jedenfalls, die sind weg aus dem, das war der letzte Tag heute. Die sind raus, Competitive, die kannst du nicht mehr spielen. Traurig ist es, waren schöne Maps. Habe ich eben noch ein paar Smoke-Positionen rausgefunden, aber jetzt ist die Sache gelaufen. Naja, und ja, jetzt kommen wir zu der coolen Sache. Das handelt auch von Smokes und so. Dann gehen wir erstmal unter keine Bots, weil wir die nicht brauchen. Dann stelle ich kurz die Zeit ein und dann zeige ich euch das mal. Ressourcen werden geladen. Ist auf alle Fälle ziemlich, 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 ziemlich geil. Also ich hab's gefeiert, muss ich sagen. Das hat mich schon gefreut. Ist ja egal, wo wir hingehen. Erstmal MP Roundtime. 60. Dann gehen wir drauf auf SV Cheats, das brauche ich auch. SV Cheats 1. Dann kaufe ich uns jetzt mal Granaten. Ja, ist ja egal welche, das funktioniert mit jeder. Granat geht schon mal, ja. Und MP Rounds. Irgendwie sowas. Und SV Infinite Ammo 1. So, jetzt habe ich alles, was ich brauche. Also, ihr kennt das. Vielleicht aus meinem Flashbang-Tutorial, ne? Man kann die Dinger so werfen. Aber jetzt kann die geilere Sache dazu nicht. Passt mal auf. Ich kann mit, das mache ich hier mit Linksklick. Ich kann mit Rechtsklick jetzt das hier machen. Achtung. Ich kann die so vor mich werfen. Ja? Einfach so wie fallen lassen. So. Ne? Und das halt ist auch gut, weil ich jetzt nicht mehr so machen muss, wenn ich hier zum Beispiel vor mir flashen oder smoken will. Ne? Zum Beispiel so hier. Da muss ich erst hier mit leben, mit diesen 3-sekündigen, gefühlten 3-sekündigen aufgetippt. Nein, ich kann es einfach direkt hier so machen. Oh ja, muss ich erst mal umgehen können. Bisschen weiter vorne an der Ecke muss ich schon laufen. Ich kann es einfach hier so machen. Ja, genauso ist es, wenn man links klickt, also das hier und das hier verbindet, kann man mich folgendes mal, das zeige ich euch mal. Man kann das dann nur ein bisschen werfen. Zeig euch mal ganz genau, was ich damit meine. Ich fliege mal hier kurz rum. Hier kann man es zeigen. Also. Ich kann jetzt hingehen. Ich zeige euch das mal. Ich lasse das Fahren kurz auf der gleichen Höhe. Das ist der am weitesten. Das ist der mit linker und rechter Maustaste gleichzeitig gedrückte. Und das ist der nur mit rechter Maustaste, ja. Jetzt sieht man die Unterschiede. Das ist der kürzeste, wie gesagt. Das ist der mittlerste. Und hier ist der längste. Ich kann jetzt auf drei verschiedenen Ebenen smoken, ohne großartig zu ziehen oder mit einem ganz langen Gebounce wie hier leben zu müssen. Das ist super. Das ist ein geiles Update. Das gefällt mir vor allem dann hier bei sowas, ne? Ich kann hier reinflashen. Dann habe ich natürlich das Problem, dass der vielleicht schon hier vorne ist. Und ich dann über ihn drüber die Flashbang öffne. Jetzt brauche ich das aber nicht zu machen, sondern ich gehe hin, mache zum Beispiel links, gehe rechtsklick. Und dann liegt das perfekt hier vorne. Ja. Ist ein super Update, es kam mit Nacht raus, also, ja, gefällt mir, ist auf alle Fälle klasse. Und ja, das war's eigentlich auch schon mit dem Update. Wie gesagt, zusammengefasst, es gibt die geilen Farben für jeden. Ihr seht das oben auf dem Radar, ne, oder hier oben. Da, ich kann da gar nicht hinzeigen.
Aber da oben jedenfalls seht ihr das an meinem Bild. Da ist so ein kleines Fähnchen für meine Farbe. Links auf dem Radar ist die gleiche Farbe, damit jeder weiß, aha, die Farbe ist der Hex. So. Oder der Bomb has been defused. Im Spiel heißt ja Hex. Und dann noch die Sticker, die Capsules werden gedroppt, wie die Kisten, die ihr das alles kennt. Und mit dem Schlüssel, wie auch Wiesbein-Kisten kennt, wird das mit dem Schlüssel geöffnet. Und die Sticker, da steht aber irgendwas drauf, wird zufällig ausgewählt oder ausgerollt, schätze ich mal. Und ihr könnt ja andere Waffen machen, egal an welche. Am Messer glaube ich aber nicht, das würde mich mal interessieren, dass ihr am Messer hier geht. Naja, jedenfalls, und ihr könnt so viele machen, wie ihr wollt irgendwie. Ihr könnt das Ding komplett zupappen. Und wie gesagt, das mit den Granaten hier, ne, dass ich jetzt so machen kann, ganz normal, Linksklick. Rechtsklick dir vor mich oder mit Linksklick, Rechtsklick das auf so mittlere Basis werfen kann. Ja, das ist das Update zusammengefasst und vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, euer Bomb has been defused. Und natürlich nicht so vergessen, ihr seid meine CT&T Buddies. Bye.